Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es, also ich werde sozusagen ein neues Format starten auf meinem Kanal. Dieses Format wird sich, denke ich mal, Steckbrief nennen. Und zwar werde ich hier verschiedene Tiere vorstellen. Halt die Haltungsbedingungen und sonstige Sachen, interessante Sachen zu den Tieren. Und da würde ich mal sagen, starten wir jetzt. Und zwar starten wir jetzt gleich mit dem ersten Steckbrief. Und zwar geht es heute um den roten Neon, auch Parachaedron axerodi genannt. Also das ist der lateinische Name. Und ja, dann kommen wir erst zu den Grunddaten. Also der rote Neon sollte so Temperaturen von 23 bis 28 Grad Celsius gehalten werden. Die Gesamthärte sollte so maximal bis 15 betragen und pH-Werte kann so zwischen 5,5 und 7,7 liegen. Also da ist der Neon relativ anpassungsreich. Also er kommt mit vielen Werten klar. So, die Männchen werden ungefähr 4 cm groß und die Weibchen genauso. Also die haben keinen großen Unterschied. Eigentlich, es gibt ja noch verschiedene Größen von den Neons. Ich habe hier schon relativ große. Ja. So. Dann kommen wir mal zum Futter. Also die fressen eigentlich jedes normales Futter. Und zwar, die fressen sowohl Flockenfutter als auch Lehmfutter wie Artemia oder halt auch Frostfutter. Meine kriegen immer oft rote Mückenlarven. Ja. So, wie groß sollte das Becken sein, beziehungsweise das Aquarium? Sollte so wie bei mir, also hier 60 cm Länge haben. Und es sind halt so 54 Liter. So. Wie erkennt man, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist? Also da kann ich euch nicht viel zu sagen, aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Weibchen meist ein bisschen größer und fülliger sind. Also eher fülliger als größer. So, die Tiere kommen in Venezuela, Brasilien und Westkolumbien vor und leben dort im Schwarzwasserbiotop. Also das heißt, das ist es hat dieses bestimmte Wasser. Halt mit den Werten auch, das ist dann halt so, ist auch hat so eine leichte Färbung, so eine andere Färbung. So, wie viele Tiere sollten mindestens da sein? Also mindestens 10 Tiere sollten schon da sein. Bei mir sind es jetzt leider nur noch 9, weil vor einiger Zeit bei einer weggestorben ist. Ja, aber ich habe jetzt auch erstmal keinen dazu gekauft. Aber 10 sollten es auf jeden Fall sein. Ja. Und mal, wie ihr seht, kann man die eigentlich mit jedem Fisch vergesellschaften. Das ist eigentlich ein Schwarmfisch. Der kümmert sich um sich selbst. Und ja, der ist relativ einfach zu vergesellschaften mit allen Fischen eigentlich. Außer ich abraten von Kampffischen und halt, ja, also ich würde es auf jeden Fall abraten von Kampffischen, da die halt dann zu aufgeweckt für den Kampffisch ist. Deswegen halte ich meine auch nicht mit Kampffischen zusammen. Mein eines Männchen befindet sich gerade da drüben, aber das ist jetzt auch egal, da wir jetzt bei den Neons sind. So. So, was kann man noch sagen? Ja, also Zucht, Nachzuchten. Das ist nicht immer so ganz einfach. Und zwar ist es auch relativ selten, dass sie wirklich nachgezüchtet werden. Also ist nichts für einen Anfänger, auf keinen Fall. Also würde ich nicht, also ist allein schon so schwer, die nachzuzüchten. Das kriegt ein Anfänger nie hin. Also meistens sind es auch noch Wildfänge. Halt, wie gesagt, aus Südamerika. Die werden halt importiert zu uns nach Deutschland und weiß ich wohin, in welche Länder. Ja, und halt wenn sie dann wirklich nachgezüchtet werden, also die laichen meistens, also die Fische laichen meistens im mittelharten Wasser ab, so in feinfriedigen Pflanzen, wie, sag ich mal, Kabomba, die ihr dort hinten sehen könnt, oder halt auf anderen feinfriedigen Pflanzen wie Nixkraut, Wasserpest und sonstiges, auch Moose, da laichen sie auch ab. Ja, und dann ist es auch nicht so produktiv, die Nachzucht, da die meisten nur 40 Eier legen, die dann halt nach 2 bis 3 Tagen schlüpfen und die jungen Tiere wachsen relativ schnell. Ja, aber ist halt auch eine relativ hohe Sterbequote.
wenn die dann geschlüpft sind und es dann halt nicht so produktiv, deswegen werden die meisten Fische, die meisten Neons auch noch in freier Wildbahn gefangen. So, hier könnt ihr nochmal die Neons sehen. Natürlich haben sie auch, erfreuen sie sich großer Beliebtheit in der Aquaristik, halt auch schon allein durch ihre schönen Farben. So, das war's dann schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Schreibt natürlich wieder unten in die Kommentare, ob ihr auch noch irgendwelche anderen Fakten habt zu den Fischen. Dann schaut auf jeden Fall mal bei Meerschweinchen und Co. vorbei. Die machen ganz tolle Meerschweinchen-Videos, auch teilweise Aquaristik-Videos. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, schreibt unten in die Kommentare und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Es würde mich echt richtig freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet und dann würdet ihr auch keine Videos mehr von mir verpassen. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!